Man sollte auf jeden Fall differenzieren zwischen Vermögenspreisen mit einer regelmäßigen Preisstellung an öffentlichen Märkten. Also denken Sie beispielsweise an Aktien, denken Sie an die großen Titel im DAX gelistet, im MDAX, im SDAX, im S&P 500. Dann haben Sie natürlich eine große Masse an Anlegern, die hier entsprechend auf die Werte hin drauf schaut. Es gibt eine hohe Liquidität und von daher stellt man eben auch fest, dass hier die Schwankungen höher sind. Aber es sind natürlich auch in Anführungsstrichen ehrliche Preise, weil sie jederzeit auch zu diesem Preis typischerweise eben entsprechend ihre Positionen abbauen können oder sie können Positionen zu diesen Preisen aufbauen. Dahingegen haben wir illiquide Vermögensklassen. Denken Sie an Immobilien, denken Sie an Private Equity. Dort sehen wir zwar auch eine sogenannte Preisstellung, aber das sind dann eben Gutachterpreise und die Gutachterpreise basieren beispielsweise auch auf einer gewissen Anzahl an Transaktionen vergleichbarer Vermögenswerte. Wenn Sie aber gar keine große Anzahl von Transaktionen haben, weil beispielsweise bei Kapitalanlageimmobilien die Preismechanismen zwischen Käufer, die heute ganz andere Zinsen am Kapitalmarkt bekommen und andere Finanzierungskosten zu tragen haben, gegenüber Verkäufern, die vielleicht noch ihre Preisvorstellungen aus der Nullzinsphase im Kopf haben. Wenn sie eben dort noch kein neues Marktgleichgewicht gefunden haben, dann gibt es eben wenig Transaktionen und dann stellt sich natürlich die Frage, sind dann Gutachterpreise so gut, wie sie es vielleicht in der Vergangenheit waren, wenn man eben im Schnitt viel, viel höhere Transaktionsvolumina hat? Also das denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und dann natürlich auch noch die Kernfrage, wie diversifiziert sind denn die Investments? Also sprich, im Extrem formuliert, habe ich beispielsweise zwei Unternehmensbeteiligungen, dann ist das sehr fokussiert, keine Diversifizierung und es ist ein illiquides Investment mit vielleicht auch einem sehr begrenzten potenziellen Käuferkreis. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht ein ETF auf den MSCI World, der natürlich A, eine liquide Preisstellung hat und natürlich trotz aller Klumpenrisiken, trotz der fehlenden Marktbreite, die wir aktuell haben, trotzdem eine ganz andere Bandbreite natürlich, die dann hier abgedeckt wird. Und dementsprechend die Preise bei diversifizierten und liquiden Investments, die sind natürlich deutlich ehrlicher. Und ich denke, diese wichtige Differenzierung sollte man vornehmen. Also welcher Anteil der Vermögenswerte, wenn Sie Ihre Bilanz erstellen, sind denn wirklich Marktpreise? Also beispielsweise Preise, die Sie aus Depots bekommen, bei denen Sie eine tägliche Preisstellung haben. Und was sind Vermögenspreise, bei denen Sie eben gar keine Preisstellung haben? Weil auch hier muss man sagen, wir sehen das aktuell, wenn man versucht, zum Beispiel über die Preise bei Immobilienportalen, ImmoScout, ImmoNet und was es alles gibt, zu gehen, dann hören wir aktuell auch von, ja, den Marktteilnehmern, von den Maklern, und auch von den Käufern und Verkäufern. Naja, diese Preise, die dann im Internet stehen, davon kann man erstmal pauschal circa 15% abziehen und dann bei 15% unterhalb dieser Preise beginnen dann am Ende des Tages beginnen die Verhandlungen. Aber auch diese Verhandlungen führen ja in vielen Fällen zu keinen Transaktionen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man das mal in der Addition betrachtet und wir stellen uns vor, Sie haben beispielsweise Kontoguthaben, dann ist das ganz klar ein plausibler Preis. Es ist der Wert, den Sie heute verfügen können. Haben Sie dann ein liquides Wertpapierdepot diversifiziert, dann ist das auch der ehrliche Preis, zu dem Sie verfügen können. Aber wenn Sie das dann durchdeklinieren für einzelne vermietete Immobilien oder für offene Immobilienfonds oder für Private Equity Investments, dann sehen Sie schon, dass Sie einen sehr klaren Unterschied hier in der Qualität der Preisstellung haben.